Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Alles Gefickt Bundle von Banks. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles Gefickt von Banks, das Ganze erscheint am 28. Februar. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist eine kleine Box, ein kleines Schächelchen hier. Das freut mich schon mal sehr, dass das hier ein Bundle geworden ist mit Karton und nicht einfach nur so eine Plastiktasche, so ein Plastikfolienverschweißtes Bundle. Wir haben hier einmal eine braune Box und auf dieser haben wir einen Sticker. Hier lesen wir einmal Banks, alles gefickt, 100% gefühlsecht. Unten rechts gibt es noch einen Barcode. Und dann haben wir hier die Features und die Produzenten aufgelistet. Also die Features sind AOB, Cracker Valley, Bella 030, Julis, Berkan, Rap Kreation und Louvre 47. Dann haben wir noch die Produzenten, Brink Sinatra, Contra Beats und Bullet Beats. So, rundum in braun. Dann schauen wir mal hinein. Das Ganze lässt sich hier vorne öffnen. So, und als erstes kommt uns hier schon mal das Shirt entgegen, das hier wunderbar gefalten wurde. Dann das Album an sich. Ein Kondom. Ein Sticker. Ein zweiter Sticker. Und ein Poster. So, dann packen wir das Schächtelchen wieder zusammen. Und was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist, dieses Bundle ist relativ umweltfreundlich, denn wir haben hier keinen einzigen der Bundle-Inhalte eingeschweißt. Es ist tatsächlich alles hier ohne Folie gekommen. Als erstes starten wir natürlich mal mit dem Album an sich. Es ist das Debütalbum von Banks. Alles gefickt heißt das. Und wir haben hier auf dem Cover ein Kondom, ein noch eingepacktes Kondom. Sieht, glaube ich, genauso aus wie, ja genau. Also vom Design her ist das genau dieses hier. Und scheinbar hat durch dieses Kondom hier eine Kugel eingeschlagen oder durchgefetzt. Wir sehen hier in der Mitte entsprechende Spuren und das Ganze natürlich komplett zerrissen hier in der Mitte. Also hier dürfte eine Patrone ihren Weg durchgemacht haben. Banks, alles gefickt. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, die scheinbar ebenso gefickt wurde, denn ich tue mir sehr schwer, die Tracklist hier zu lesen, nachdem hier ein ziemlich großer Teil fehlt. Wir haben hier 12 Tracks gesamt. Dann haben wir hier hinten angestellt immer noch die Infos, wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer produziert hat. Und hier dann noch weitere Credits zum Album. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier links eine Stecktasche, allerdings ist diese, glaube ich, nicht verwendet. Nein, die ist einfach leer. Dann haben wir weiter diese Kondomoptik. Hier, jawohl, danach habe ich gesucht. Einmal die Infos zu den Tracks, also die gesamte Tracklist mit Features und Produzenten. Weitere Credits und, das freut mich besonders, wir haben hier links nicht nur die Unterschrift von Banks mit schwarzem Stift hier Hand unterschrieben, sondern wir haben auch eine Nummerierung. Also dieses Bundle ist auf 200 Stück limitiert. Meine Nummer ist in diesem Fall die 161. Sehr schön. Also das gefällt mir immer gut, wenn man das so transparent gestaltet und wenn man hier die Auflage verrät und das Ganze auch durchnummeriert. Absolut top. Die CD in Gold und Schwarz gehalten. Auch hier wieder diese komplette Banks alles gefickt Optik über die gesamte Fläche hier der CD. Und die wurde sogar eingefärbt. Nicht schlecht. Also auch die CD hier in Gold. Wunderbar. Dann packen wir die zurück in die Stecktasche. Das Ganze ist so ein, bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube Slim Case nennt sich das. Aber kann man auf jeden Fall machen. So, dann haben wir mit dabei ein Shirt. Dieses ist in Blau.
wie auch schon das Albumcover. So, also blaues Shirt und dann haben wir hier im Brustbereich mittig den Schriftzug Banks, daneben das Herzsymbol und über dem Banks-Schriftzug haben wir dann hier noch so ein R, also so ein Copyright All Rights Registered. Okay, das sieht man auch selten. Auf der Rückseite des Shirts haben wir tatsächlich nochmal den Albumtitel und den Interpreten, klar. Aber wir haben hier nochmal die gesamte Tracklist. Inklusive Features, inklusive Produzenten. Plus, das gibt es hier gar nicht, haben wir auch hier nochmal die Credits. Unfassbar. Also, das ist echt selten bis gar nie der Fall, dass man hier die gesamte Tracklist samt Credits hier zu der Tracklist dazu packt. Und man hat sogar das Shirt durchnummeriert. Heftiger Scheiß. Also das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Large 161 von 200. Sogar das Shirt hat seine eigene Seriennummer. Hut ab. Das ist echt für mich, glaube ich, eine Premiere. Ich glaube, ich hätte noch niemals ein durchnummeriertes Shirt gesehen. Kann mich jedenfalls nicht erinnern. Dann haben wir mit dabei ein Kondom in Gold und Schwarz. Hier das Ganze noch eingeschweißt. Es handelt sich hierbei um ein Beppi. Okay, die Marke kenne ich nicht. Quality Latex Kondom von Beppi. Das Ganze hält bis zum August 2022. Ja, entweder ihr verwendet das dafür, wofür das eigentlich gedacht ist, oder ihr schießt einfach eine Patrone durch und dann sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier einen silbernen Sticker, der ziemlich heftig reflektiert, also die Oberfläche hier reflektierend und der ganze Sticker lässt sich dann hier so rauslösen, also der Rahmen bleibt dann, aber trotzdem der Sticker dann recht groß, quadratisch und eben spiegelnd. Dann noch ein zweiter Sticker, in diesem Fall im Querformat in Schwarz und Gelb, so sieht er aus. Und als letzten Bandinhalt haben wir dann hier noch ein Poster. So, das dürfte wohl der Interpret sein, auch wenn man ihn hier unter diesem Schatten, unter dieser Kapuze wenig bis gar nicht erkennen kann. Aber ich gehe mal stark davon aus. Und im Hintergrund sehen wir hier einen großen Gebäudeteil. Ja, also das sind schon einige Stockwerke hier bei dieser. Was sehen wir hier? Ja, ist schwer zu sagen. Also, es ist, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall in Berlin aufgenommen. Dort, wo der gute Mann herkommt. Und dann haben wir hier oben rechts noch Banks. Alles gefickt stehen. Und auf der Rückseite ist das Ganze dann etwas besser zu sehen. Zumindest der Künstler sitzt hier scheinbar auf so einem ganzen Kasten von Briefkästen, von so Postkästen, von solchen Fächern, die man aufschließt. Und auch hier oben rechts dann wieder das Ganze mit Banks alles gefickt beschriftet. Jawohl, also das Poster ist in Schwarz-Weiß, beidseitig bedruckt und beide Male im Hochformat. Es ist nur die Frage, wie ich das am besten wieder zusammenpacke. Ah ja, okay, so. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt, im Querformat, jeweils schwarz-weiß. Dann haben wir diesen Sticker hier, ebenfalls in schwarz, aber nicht schwarz-weiß, sondern schwarz-gelb, im Querformat. Dann haben wir diesen Sticker hier, also Sticker Nummer 2, in Silber. Dann die Kondome, ein Stück, also das Kondom, besser gesagt. Ein Shirt, das tatsächlich durchnummeriert wurde. Ah ja, jetzt habe ich gar nicht geschaut, was ich vorenthalten habe. Größe L, ja. Allerdings, nachdem hier oben kein Zettel war, wollte ich nochmal kurz. Nein, okay. Habe ich euch doch nichts vorenthalten. Ich dachte, hier wäre dann unten noch irgendwie ein Zettel, der uns Aufschluss gibt, woher das kommt, beziehungsweise was das für Material ist, aber ja. Ich gehe mal davon aus, 100% Baumwolle,
so wie die meisten. Und natürlich das Album an sich hier in diesem, ich glaube Slim Case nennt sich das, mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, alles gefickt von Banks. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Banks unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.